Hallo, mein Name ist Dominik Suslik und wir widmen uns heute dem Nervensystem und schauen einmal, welchen Einfluss das Nervensystem und gezielte neuronale Übungen auf eine Verbesserung der Körperhaltung und auch Entlastung der Halswirbelsäule liefern können. Klassisches Bürosetting ist, der Mensch sitzt meist in einer leicht flektierten Haltung. Der Kopf neigt häufig, ne, wenn die Augen lange arbeiten müssen und es vielleicht auch schwerfällt, auf Dauer den Fokus zu halten, zum sogenannten Schildkrötenhals, sodass der ein oder andere und die eine oder andere dann häufig unter Nackenverspannung leidet. Eine Möglichkeit, eine Entlastung für die Halsmuskulatur zu liefern, ist es, auch die Augen zu entlasten. Das heißt, die Augen stehen im engen Zusammenhang mit der Haltung der Halswirbelsäule. Und dafür kann man im Büroalltag eine sogenannte Rasterbrille nutzen. Die Rasterbrille ist eine Brille mit ganz vielen kleinen Löchern. Und die dazu führt, dass die visuelle Wahrnehmung verändert wird und kann sich insgesamt entspannt auswirken. Du nimmst die Brille einmal selber mit auf. Wichtig, und 5 bis 10 Minuten kann man die drauf lassen. Wenn man überprüfen möchte, hilft mir die Rasterbrille oder hilft sie mir nicht, macht es Sinn, vorher und hinterher zu vergleichen, wie scharf wir die Buchstaben auf dem Bildschirm sehen können. Häufig ist es so, ruhig einmal drehen, dass man durch das Schauen durch die Rasterbrille schon unmittelbar den Bildschirm schärfer annimmt. Wie gesagt, einfach so zweimal, wenn man einen 8-Stunden-Tag hat, mindestens zweimal am Tag für eine Viertelstunde die Rasterbrille auflassen, wirkt sehr entspannend auf die Augenmuskulatur, auf das Sehen als solches und kann dazu beitragen, dass auch Nackenverspannungen nachlassen. Jetzt einfach mal ausprobieren. Wer es nicht über die Sehschärfe testen möchte, der kann vorher und hinterher auch einmal die Nackenbeweglichkeit testen, ruhig einmal ein bisschen drehen. Das heißt, mal den Kopf nach rechts neigen, soweit es geht, den Kopf nach links neigen. Und wir gucken mal, ob sich mit der Rasterbrille schon etwas ändert. So, einmal den Kopf nach rechts. Ohne dass das Kinn vorschiebt, also ohne zu kompensieren. Ziel ist jetzt nicht hierbei auf Teufel komm raus eine Zielposition einzunehmen, sondern es sollte immer alles entspannt sein. Wichtig, darauf achten, dass der Schildkrötenhals aufgelöst wird, das heißt, vordere Halsmuskulatur ist aktiv, Wirbelsäule schön lang ziehen. Okay. Wie ist das subjektive Empfinden? Ist es ein bisschen leichter mit der Rasterbrille oder hat sich da etwas verändert? Ein Tick leichter ist es geworden. Okay. Eine Möglichkeit, wie gesagt, Beweglichkeitsüberprüfung, ansonsten klassisch einfach die Sehschärfe überprüfen und zweimal 15 Minuten am Tag mit der Rasterbrille arbeiten. Viel Spaß beim Ausprobieren.